Jo Leute, willkommen zurück zum Anime Talk von dieser Woche. Dieses Mal alleine, es ist ein bisschen spät geworden mit den Aufnahmen und dementsprechend konnte der D leider Rotes nicht. Der ist jetzt schon pen. Ja, dieses Mal geht es um den wunderbaren Anime Haikyuu oder Haikyuu oder HQ. Das ist ein Synonym dafür. Nur mal so am Rande. So, ja, das ist einer der ganz wenigen Sportanimes, die ich mir wirklich angetan habe. Und ich muss ehrlich sagen, am Anfang habe ich gedacht, boah, das ist wieder so ein 0815 Anime. Aber irgendwie doch nicht. Man muss halt sagen, die meisten Sportanimes, und auch der hier ist kein Sonderfall, haben irgendwo was Unrealistisches. Also, ich glaube, Kickers war noch das Realistischste, was ich hier an Sportanimes gesehen habe. Und Kickers war scheiße. Nur mal so am Rande. Das Problem ist aber, dass die meisten Sportanimes so hart abdriften in diese Surrealität, dass man sagt, okay, das kannst du schon fast als Fantasy-Anime nehmen. Das hat man bei diesem Anime nicht so extrem. Es gibt da keine so extrem übermenschlichen Fähigkeiten, keine so extrem übermenschlichen Spieler, dass man sagt, es ist absoluter Blödsinn, das ist vollkommen unmöglich. Das Einzige, was in diesem Anime halt ist, dass teilweise die Körperbewegungen anatomisch vollkommen unmöglich sind, dass die sich jedes Mal, wenn die den Ball schlagen, eigentlich den Rücken brechen müssten. Aber das sind Kleinigkeiten. Ansonsten muss man halt wirklich sagen, ist der Anime wirklich auf dem Boden geblieben und ja, ich fand, das hat mich persönlich irre überrascht, weil ich bin da wirklich dran gegangen, ja, das ist wieder einer wie Kuroko no Basket und dann können die sich alle irgendwie in Möchtegern Super Saiyajin verwandeln und dann werden die alle total super. Nein, hat man nicht. Man hat das nicht. Also man, also es ist wirklich wie Volleyball. Um das geht es nämlich, was ich nämlich absolut vergessen habe zu erwähnen. Es geht um Volleyball. Und ja, im Endeffekt ist das wirklich alles. Also storytechnisch erwartet keine großen Sprünge. Also es ist jetzt nicht so der storylastigste Anime, den ihr je gesehen habt. Definitiv nicht. Zumindest nicht was... Also von mir ist es definitiv nicht der Anime mit der geilsten Story. Muss man halt einfach sagen. Es geht halt wirklich darum, wie werden sie stärker, wie besiegen sie dann nachher Gegner A und da kommt Gegner B und der ist dann noch viel besser und was machen sie dann und Man muss es gerne gucken. Also man muss sowas halt, man muss sich halt drauf einlassen, das ist ganz wichtig. Und man muss sowas dann halt auch wirklich durchziehen können. Im Endeffekt ist es aber ein Erlebnis wert, muss ich ehrlich sagen. Also die Szenen sind sehr, sehr sauber animiert, flüssig, gut. Der Zeichenstil ist ein bisschen anders als das, was ich normalerweise gucke. Ich fand ihn passend, muss aber sagen, dass ich ihn nicht so geil finde wie manchen anderen Zeichenstil. Also er passt gut, er ist auch nicht extrem schlecht oder sowas, er ist aber auch nicht so, dass ich sagen würde, boah, das ist der heilige Gral der Animationsstile. Also Animation ist, würde ich sagen, eine gute 8 von 10. Genre-technisch befinden wir uns da relativ schlicht in Comedy. Ach, okay. Die eine oder andere witzige Szene ist dabei. Aber wirklich, dass ich einen Lachflash hatte, nee, hatte ich nicht. Also man muss ab und an mal schmunzeln. Aber nein. Dass man da wirklich drüber permanent am Lachen ist, gibt es eigentlich nicht. Drama
Ja, wenn die mal ein Spiel verlieren, oh, Spoiler. In einem Sportanime verliert das Main-Team auch mal ein Spiel. Was für eine Überraschung. Dann ist da teilweise total das Drama, aber im Endeffekt ein Drama baut sich halt auch über die Story auf. Und wie gesagt, die gibt es dabei einfach nicht. So wie in jedem Sportanime eigentlich. Und, also wirklich zum Heulen ist der jetzt auch nicht. Ist cool, natürlich. Also, das ist Highschool? Ich glaube Highschool Basketball. Ach, Basketball sag ich schon, Volleyball. Und dann Shonen. Ich weiß immer noch nicht, ob ich das richtig ausspreche. Ist also eher für männliche Jugendliche. Wobei ich sagen muss, auch mir gefällt der Anime echt gut und ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein oder andere Mädel den Anime auch gut finden würde. Ist aber halt immer Geschmackssache. Und halt Sport. Ich sag mal, von diesen ganzen Dingern ist School und Sport wirklich das, wo ich einen dicken Strich drunter setzen werde. Die beiden stehen im Vordergrund. Wobei die School noch nicht mal so extrem ist. Es ist halt ein Schulsport, ein Schulclub, der sich da zusammen findet. Aber wirklich, dass die in der Schule, also Aktionen in der Schule bringen, ist eigentlich nicht. Es geht eigentlich wirklich nur darum, zu trainieren und Volleyball zu spielen. Was anderes habt ihr in dem Anime nicht. Klingt eigentlich irre langweilig, aber das Coole ist halt, es passiert halt immer wieder was anderes. Es wird viel über Volleyball erklärt. Man kann wirklich als Laie, so wie ich, an diesem Anime dran gehen und sagen, hey, cool, ich guck mir den an, auch wenn ich null Ahnung von Volleyball habe. Und ihr versteht es trotzdem, weil der Anime wirklich von Anfang an sich drum kümmert. Ihr werdet phasenweise drangeführt, kriegt alle Begriffe erklärt. Man sollte vielleicht so ungefähr die Regeln kennen, dass man zum Beispiel nur dreimal den Ball berühren darf, dass man, wenn der Ball den Boden berührt, halt verloren, dann Punkt verloren hat. Wenn man den Ball ins Aus haut, hat man einen Punkt verloren und so weiter und so fort. Also so die Standardregeln, die eigentlich jeder aus dem Schulsport noch kennt, die sollte man drauf haben. Aber mehr braucht man nicht für diesen Anime. Ich finde es vor allen Dingen cool, dass ich, selbst wenn es eigentlich einen offiziellen Hauptcharakter gibt, der einen im Übrigen sehr coolen Namen hat, nämlich Shoyo Hinata. Auch wenn das der offizielle Hauptcharakter sein soll, finde ich, das ganze Team wird beleuchtet. Also man erfährt super viel über die Hintergrundgeschichte von jedem Einzelnen. Warum er welche Entscheidung trifft und das baut sich halt alles so mit der Zeit auf. Und da ist wieder so die Sache, da sind Story-Elemente ziemlich gut vorhanden. Also die Background-Geschichten sind gut gemacht. Für die Story selber allerdings meistens nur im Spiel wirklich wichtig. Also im Volleyball-Spielen wichtig. Und deswegen bin ich halt der Meinung, storytechnisch ist das immer so eine Erzählung von Rückblenden und Geschichten von vor, was weiß ich, vor 6 Monaten oder sowas. Aber nie halt wirklich zu dem Zeitpunkt, wo die Story wirklich spielt. Deswegen ist es schwierig zu sagen, es hat gar keine Story-Elemente? Stimmt nicht. Aber es hat halt wenige Story-Elemente. Es geht wenig in der Story voran, sondern eher einen Schritt zurück und guckt die Geschehnisse von vor der Zeit, wo die Story eigentlich spielt, an. Schwierig zu erklären. Ich hoffe, man versteht ungefähr, was ich meine. Trotzdem finde ich, das Ding ist einfach mega interessant. Und im Grunde ist zwar ein Hauptcharakter, ich glaube sogar zwei. Ich glaube, der Kageyama Tobio
gilt auch noch als Hauptcharakter, aber die beiden, ja, im Grunde wird die Geschichte des ganzen Teams erzählt. Um die beiden herum natürlich, also erstmal kriegt man die beiden vorgesetzt und dann halt nach und nach die Team-Member und dann kommt der eine und dann der nächste und ja, im Grunde stückelt sich das Team im Laufe der Zeit immer weiter zusammen. Das Schöne ist, selbst wenn ihr die erste Staffel gesehen habt, ist es danach noch nicht Schluss. Nein, es gibt nämlich insgesamt 3 abgeschlossene Staffeln. Ich finde, geilste Titel ever kommt eigentlich inzwischen immer vor. Die zweite Staffel heißt immer Second Season. Also, die zweite Staffel heißt Haikyuu Second Season. Ich finde das super. Die dritte Staffel, da hat man sich dann wirklich was ausgedacht. Und das ist Haikyuu Karasu no Kuoku versus Shiratsujo Gesundheit Shiratorizawa Gauken Koku. Ja, das war abgelesen und das war richtig schlecht abgelesen, aber das ist mal einer der bescheuertsten Namen überhaupt. Trotzdem, man muss halt wirklich sagen, ich finde, der Anime ist mega geil gemacht. Also, er ist wirklich actionreich, er ist abwechslungsreich, auch wenn halt wirklich immer das gleiche Spiel gespielt wird. Weil es halt im Volleyball auch unterschiedliche Arten gibt zu gewinnen. Also, man kann auf eine Defensive spielen, man kann relativ aggressiv spielen. Und im Endeffekt, jeder neue Gegner bringt eine neue Taktik rein und sie gewinnen halt auch immer auf unterschiedliche Arten und Weisen. Und das finde ich so interessant für den Anime. Ich persönlich habe ihn jetzt erst die erste Staffel geguckt und werde mir die zweite noch angucken und dann entscheiden, weil ich weiß nicht, ob die zweite Staffel das halten kann, was die erste Staffel geliefert hat. Das muss man ganz einfach sagen, sehr oft ist es so, dass die zweite Staffel eine sehr, sehr schlechte Staffel ist und teilweise die dritte sehr, sehr geil wird oder absoluter Flop wird. Und dann ist der Anime dann auch meistens tot. Wenn die dritte auch ein Flop ist, dann ist er meistens tot. Aber die zweite, da muss man sich meistens durchquälen. Ich bin gespannt, ob das hier auch der Fall sein wird. So, im Endeffekt war es das. Um die Musik zu bewerten im Hintergrund, habe ich mir jetzt mal gedacht, ich überlasse es euch und dementsprechend habt ihr jetzt die ganze Zeit über im Hintergrund, ich hoffe leise genug, dass es nicht stört, aber laut genug, dass man sie mitbekommt, hat man die Musik aus diesem Anime gehört, beziehungsweise die Intros habe ich genommen. Und habe die als MIDI-Datei reingelegt. Und ja, weil Musik ist sowas, das muss einem gefallen. Ich kann euch den Zeichenstil mit dem Bild zeigen. Ich kann euch die Musik mit Tönen zeigen. Und ich kann euch ein bisschen was immer von der Story erzählen. Beziehungsweise... Ich möchte eigentlich nie was von der Story erzählen oder nicht so viel, weil je weiter ich in die Story reingehe, desto eher gehe ich in die Gefahr rein zu spoilern. Hier, wie gesagt, die Story ist halt, die spielen Volleyball. Da ist nicht viel. Da der eine möchte der beste Setter werden, der andere möchte der beste Spiker, beziehungsweise dann am Ende Decoy werden. Der andere... Was weiß ich, ich möchte... natürlich gibt es ein großes Turnier, das sie gewinnen wollen. Und im Endeffekt, es ist halt in der Hinsicht Standard. Deswegen, also storytechnisch geht man nicht an einen Sport-Anime dran. Da sucht euch lieber ein Genre aus, das euch gefällt. Sci-Fi oder Fantasy oder Mystery oder Horror oder Thriller oder irgendwas. Da gibt es unzählig viele von. Sowas ist dann eher euers, wenn ihr eine Story wollt. Ein Sports-Anime hat sowas ganz
ganz, ganz selten. Und wenn, dann ist es meistens super schlecht. Und dementsprechend kann ich euch zur Story gar nicht so viel erzählen. Und ja, im Endeffekt könnt ihr den Anime selbst jetzt komplett bewerten. Ihr könnt sagen, wie die Musik für euch klingt. Nämlich so. Und ihr könnt im Grunde den Zeichenstil so ein bisschen sehen anhand des Bildes. Und im Endeffekt müsst ihr euch entweder darauf einlassen oder ihr lasst es. Und für diejenigen, die sich darauf einlassen wollen, gibt es einen Link unten in der Videobeschreibung. Mit dem kommt ihr direkt auf die Seite von Proxer, wo ihr euch eine ganze Liste da habe für euch, beziehungsweise Proxer, die natürlich hat, mit Englisch Sub. Ihr wisst es, ich gucke eigentlich alles auf Englisch Sub und nichts anderes, weil alles andere ist Blödsinn. Und dementsprechend bedanke ich mich fürs Zusehen und wünsche euch vielleicht ganz viel Spaß bei Haiyuu. Im Moment. Ich weiß nämlich nie, wie es heißt. Haikyuu. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen entspannten Tag. Haut's rein. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.